Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Ja Leute, und wir sind hier direkt auf dem Weg zu Clara, die wir retten sollen müssen, weil Damien da irgendwie die wohl... Halt! Ich verfahre mich hier noch, Gottes Willen. Also sie war diejenige, die uns verraten hatte damals. Ach Mensch, Clara, ey, du machst eine Scheiße. Und jetzt tut der Damien... Ja, hatte der in der Gewalt oder wie auch immer. Jedenfalls müssen wir die retten. Vor Damien. Mal wieder eine Frau vor Damien retten. Ein Heartbreaker wird's nett. So, 2,5 Kilometer noch. Lange gerade. Zwei Kilometer noch. Ich glaube, ich wäre mit der Bahn schneller gewesen. Es leckt das auch, aber es hat auch was damit zu tun, dass der hier jetzt reichlich zu tun hat. So, ab in den Tunnel. Vorsicht! Der Weg wird immer kürzer. 600 Meter. 500 Meter. Wir sind gleich da, Leute. Wir sind gleich da. Hey, ein paar Wagen vom Club sind in deine Richtung unterwegs. Damien, was hast du getan? So, da ist der Friedhof. Ich... Clara! Alter. Scheiße, eine Granate. Alle nicht, wo ich anfangen soll. Als ich dich das erste Mal sah, spieltest du mit Jackson Schach im Park. Ihr beiden wart sehr traurig nach der Beerdigung. Ich konnte sehen, wie sicher er sich bei dir fühlte. In unserer Welt verstecken wir uns im Dunkel hinter Monitoren. Nur da fühlen wir uns sicher. Es reicht nicht zu sagen, dass ich nichts wusste, dass Leben auf dem Spiel standen oder dass es nur ein Job war. Ich dachte, wenn ich dir helfe zu heilen, Antworten zu finden, vielleicht würde ich mich auch heilen. Aber ich kann nicht.
Hoffentlich können wir noch reden, wenn das alles vorbei ist. Oder wenn nicht, vielleicht kann ich verschwinden. Das kann ich sehr gut. Was habe ich getan? Das habe ich Clara angetan. Und das alles läuft auf Erpressung hinaus. Ein 6 Jahre altes Mädchen stirbt, weil ein alter Mann seine Geheimnisse schützen will. Und Bloom? Die können sagen, was sie wollen, aber ihre Hände sind blutig. Keine Geheimnisse mehr. Ja, Leute, das ist ja ein Scheiß hier. Scheißspiel. Nee, das nicht, aber Clara ist tot, Alter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist Clara. Sie ist... Vergiss sie. Du hast genug andere Sorgen. Sie ist tot. Oh, nein. Ach Gott, verdammt. Ich bin auf dem Rückweg. Zeit, die Sache zu beenden. So. Also jetzt zurück. Das müsste eigentlich doch für Schnellreise gehen können, oder? Ja, genau. Oh, Mann. Clever tot, ey, das ist natürlich kacke. Persönlichkeiten Chicago. Sir Midflammy Quinn ist tot. Quinn wurde seit Jahrzehnten verdächtigt, Verbindungen zum Chicago South Club zu unterhalten, aber er wurde nie deswegen angeklagt. Die Polizei sagt, Quinn sei nach einem Charity-Event in seinem 5-Jährigen an einem Club. Ist doch okay, wenn ich mich hier ein bisschen bediene. Ich dachte, damit wären wir quitt. Ja, klar, natürlich. Nimm, was du willst. Bald werde ich den Atem der Fixer am Nacken spüren. Ich habe gar nicht gewusst, dass Rose tot ist. Sie wäre besser untergetaucht. Es gibt keinen Beweis, dass Bloom ihren Tod arrangierte. Ach, ey. Du weißt nicht, dass ihr es nicht war. Weißt du, ich habe viel gesehen, das nicht aufgeht. Krumme Geschäfte, Wahlbetrug. Es braucht nur ein gutes PR-Team, um das alles zu vertuschen. Nach Roses Tod programmierten sie das. Und ich weiß echt nicht, wie und warum, aber der Code ist gefährlich. Es geht um... Ich konnte nicht viel damit anfangen, ich habe nur Bell irgendwas verstanden. Bellwether. Das wollte er also. Verbrenn diesen Code, Mann. Der Rest, naja, geht mich nichts an, was du damit machst. Weißt du was, Aiden? Das mit Clara tut mir leid. Mir auch. Ist alles scheiße, egal wie man das auch nimmt. Pass auf, Aiden. Wenn die Lichter ausgehen, passieren schlimme Sachen. Wo in diesem Moment mehrere Blumenmanager zu einer Reihe Sex-Videos befragt werden, die kürzlich online gestellt wurden von seinen Kunden, obwohl das Gesicht der Polizistin auf dem Handyvideo nicht erkennbar ist, obwohl die Polizei sieht man ihre Dienstnummer. Erklären wollte. Schockierende Aufnahmen bringen Bürgermeister Rushmore mit dem Tod von Rose Washington in Verbindung. Die Frau war eine Angestellte von CTOS und gilt seit über einem Jahr als vermisst. Der Bürgermeister schweigt zu den Vorwürfen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus bezeichnete den Film als Fälschung, mit der die Hackergruppe DedSec den Bürgermeister bloßstellen will.
allem, was wir erlitten haben, gibst du einfach alles weg? Was hast du getan? Bist du irre? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass Nikki sicher ist. Und du zahlst für Clara. Du hältst dich also für den Held in der Sache? Lies mal die Zeitung. Du terrorisierst die Stadt. Du mit deinem aufgeblasenen Scheiß. Dann komm halt. Komm und hol mich. Bring es zu Ende. Oh, aber eine Sache habe ich vergessen. Das wird dir gefallen. Ich habe das CTOS freigeschaltet. Vollständig. Ich bin im System. Und du wirst eine Show erleben. Finden Sie Damien. T-Bone. Ich habe gerade auf meinen Zug gewartet, als das Licht ausging. Ich garantiere, das ist nur der Anfang. Damien hat vollen Zugang. Nur über meine Leiche. Ich lasse mein CDOS-Baby nicht von so einem durchgeknallten kaputt machen. Es gibt eine Schwachstelle, die er nicht kennt. Geh dorthin und fahr es runter. Das sollte seine Spritztour schnell und sauber beenden. Ich rufe an, wenn ich drin bin. Schön, dass du zurückkommst. Ich mach mich gern nützlich. Verschaffen Sie uns Zugang. Beeindruckend. So, ich muss erstmal hier einkaufen, Leute. Du wirst doch irgendwas brauchen. Ja, ich hab alles. Ja. Na sicher. So, dann fahren wir mal zu diesem. Zu dem, wo ist es denn? Da hinten. Da hinten, ach du Scheiße. Wie euch die halbe Stadt eiern hier. CTOS, ein Wunder des menschlichen Erfindergeistes. Ein Modellsystem, das eine Modellstadt für Modellbürger erzeugt. Ich frag mich, was Bloom zur Bedrohung durch Hacker sagte. Harte Debatte, ganz sicher. Hacker? Ach Quatsch, unser CTOS ist das fortschrittlichste. Blabidi-bla-bla-bla-bla. Hybris, Aiden. Macht einen immer fertig. Aber das kennst du ja zur Genüge, stimmt? So. Was ist denn? Gib mir immer mehr auf den Sack. Der versucht mich hier aufzuhalten, wa? So, da müssen wir rein und hacken. Persönlichkeiten Chicagos. Dermot Lucky Quinn ist tot. Quinn wurde seit Jahrzehnten verdächtigt. Will doch nicht da rein. Was? Aber er wurde nie deswegen angeklagt. Die Polizei sagt, Quinn sei nach einem Charity-Event in seinem 5-Sterne-Hotel, dem Merlot, an einem Herzinfarkt verstorben. Da. Scheiße. Ich komm nicht durch die Firewall. Vielleicht hat T-Bone eine Idee. Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Shit. Ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweinehund.
Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt er an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Meld dich, wenn sie installiert sind. Wir machen das richtig. So. Ach du Scheiße. Ja, diese drei Punkte aktivieren dort hinten. Das ist so wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten. Enttäuschend. Ich hielt dich für viel klüger. Aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Ah, Bestrafung durch Schweigen. Ich werde noch zu einem emotionalen Wrack. Wer weiß, was ich in dem Zustand tun werde. Komm, Aiden. Beeindrucke mich. Was wirst du jetzt tun? Bring mich in Stahlbrand. Na los. Du bist doch besser. Damien, oh Mann, die echten unter dem. Er versucht mich zu bremsen. Konzentriere dich nur auf einen Ort. Leitstelle, wir haben Treffer beim CDOS-Scan. Flüchtiger gefunden. Wie bitte? Verdächtiger ist vor Ort, wir sehen ihn. Na klar. Was zum Henker schießt denn hier auf mich? Holen? Ach so. Am Arsch, Alter. Alter. Steig mal aus der Karre. Hier spricht die Polizei. Sofort stehen bleiben. Mich hast erwischt. Wir sind ihn dran. Halten Sie das Fahrzeug an. Sofort. Oh, das ist so knapp. Nee, dann. Sieht aus, als hättest du deine Hackerbraut gar nicht gebraucht. Hä? Verdächtiger flüchtet zu Fuß. Verstanden. Eine Hochleitungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Zentrale Verdächtiger nicht mehr in Sicht. Oh Mann, was passiert hier? Zwei weitere Reviren müssen hochgeladen werden. Ach, die Scheiße. Was war das? Irgendein Virus? Du hast dich mit dieser Hackersache ganz schön angefreundet. Hör doch auf, Aiden. Du verstehst doch gar nicht, was ich hier tue. Bleib da, ist diese Stadt zerstört. Ah, sie lebt. Nein, nicht zerstören. Verkrüppeln. Damit jeder spürt, wie es ist, wenn einem die Zukunft genommen wird. Und für dich spare ich das Beste auf Partner. Och, diese Fahrzeugsteuerung geht mir so auf den Sack. Wer will denn keine Smart City? Wir schlagen zu. Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Wir haben Probleme mitzuhalten. Er gibt gut Stoff. Da hinten,
Dahinter muss ich. Das ist echt, Leute, das ist fast nicht zu schaffen. So, die Poller kann doch mich mal jetzt, da kommen wir trotzdem durch. Boah! Alter! Die haben mich ja gleich wieder. Das ist ja so lächerlich. Ohne Worte, Leute, ohne Worte. So, der nächste Scan. Also dieser CTOS-Scan, der ist... Er versucht mich zu bremsen. Konzentriere dich nur auf einen Ort. An alle Einheiten, CTOS-Scan erfolgreich, Verdächtiger lokalisiert und markiert. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterher geschickt. Fährst du hier, Alter, also ein wenig übertrieben diese Mission jetzt, muss ich echt sagen. Versuchen sich Kontakt herzustellen. Ich rufe Stärkung! Siehst du, wie smart das Netzwerk ist? Es antizipiert ein Problem. Dich. Und behebt es. Also das ist, soll ich nochmal, ganz ehrlich, Leute, ist fast gar nicht zu packen. Das ist fast, also hier, wie oft soll ich denn hier sterben, mal ehrlich, bei der scheiß Mission hier, also das ist doch... An alle Einheiten, eine Hochleistung.
Patrouille ist am Verdächtigen dran. So lächerlich. So lächerlich, ganz ehrlich. Es ist. Sieh nur, wie effektiv unsere digitale Stadt dich zur Strecke bringt. Das senkt den Energieverbrauch. Und dann, weißt du hast schon so mit den Bullen hier zu tun. Ja, du kriegst. Dass du hier weg, Bonnie, weiter wegkommst. Die Steuerung ist für den Arsch von dem Auto. Und dann findest du noch nicht mal, fährst du hier sinnlos in der Base rum, beziehungsweise suchst diese scheiß Standorte mit den Viren und findest die Kacke nicht. Ey Leute, mal ehrlich, wie lange soll ich denn die Mission machen hier? Das ist doch kompletter Scheiß. Ach, komm, sehr ruhig. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Fahren Sie ran. Als Maul. Wusstest du, dass die meisten Menschen das CTOS laut Umfragen für Sicherheit? Das nenne ich gute PR. Mal sehen, wie die das schönreden. Ja, Moment, wir drehen noch mal um. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Sie sollten einen Streifenwagen. Och, ey. Verdächtiger in Sicht. Wir fordern vollständigen CTOS-Zugang an. Neue Freigabe erteilt. Okay. Wir haben ein technisches Problem und kommen jetzt zurück. Ach ey, das macht echt keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Bin gleich wieder tot. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Hätte die Leichen stapeln sich hier. Ah, tot. Ey, dann kann ich auch drauf gehen. Ja, Leute, aber es macht echt so keinen Spaß. An der Stelle werde ich erstmal die Folge für heute oder für dieses Mal beenden. Dann würde ich sagen, ich werde auch ja erstmal eine Pause machen, weil das geht ja hier gar nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann Leute, macht's gut und tschüss.